Und deshalb ist Erfahrungswissen immer wertvoller als Theorie. Wissen allein bringt uns nicht weiter. Man sagt zwar im Volksmund so schön, Wissen ist Macht, aber Wissen bringt uns nicht weiter. Angewandtes Wissen, das bringt uns weiter, wenn man es in die, ja, in die Tat sozusagen umsetzt. Und deshalb ist Erfahrungswissen so wertvoll. Und jetzt sind wir noch mal bei dir, bei deiner Einzigartigkeit. Wir haben ja jetzt die letzten Tage uns darüber unterhalten, wie du deine Einzigartigkeit entdeckst, was dein Seelenplan ist. Und so bist du doch einzigartig. Schau mal, ich lebe voll im Ganzen zwischen meinen Seelenplan. Dabei kann ich dich unterstützen, dabei kann ich dir helfen, diese Schritte können wir gemeinsam gehen. Ich kann dich da abholen, wo du jetzt stehst und kann dich dahin bringen, wo du hin möchtest, nämlich deinen Seelenplan auch zu leben mit deiner Einzigartigkeit. Was auch immer das dann eben für dich ist, das können wir gemeinsam herauskristallisieren, wenn du da noch Unsicherheiten hast. Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Teil 4 der 5 Tage Ich ändere was Challenge startet. Lass uns immer mehr hier durchstarten. Mal schauen, wer live dabei ist. Heute Abend, muss mal einen Moment warten. Ah, die ersten Zuschauer kommen dazu. Wunderschön, schön, dass du da bist. Zeig dich doch gerne mal im Kommentarfeld oder gib mir einen Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin, damit wir starten können. Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, wie du mit deinem Geld, wie du mit deinem Seelenplan Geld verdienen kannst, wie du ein regelmäßiges und sicheres Einkommen damit auch generieren kannst. Gestern ging es darum, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit deinem Seelenplan durchzustarten, deinen Seelenplan zu entfalten, ganz gleich, wie alt du bist. Ja, und lass uns heute doch mal drüber sprechen, warum du gerade ohne Abschluss und Zertifikat mit deinem Seelenplan Geld verdienen kannst. Ich habe dir gleich mal eine Frage mitgebracht. Und zwar, wer von euch oder bist du Mama oder Papa, hast Kinder? Wer von euch ist Mama oder Papa und hat Kinder? Schreib einfach gerne mal ein Ja in den Chat. Ich hoffe, ins Kommentarfeld. Ich hoffe, ich kann es gleich sehen. Es wird mir im Moment hier nichts angezeigt. Manchmal funktioniert das nicht so ganz, aber okay. Vielleicht kann ich gleich was erkennen. Gut, ja. Wer ist Mama oder Papa und hat mal Kinder bekommen? Und dann die nächste Frage. Mal zum Nachdenken, wie wir gestrickt sind. Hast du da irgendwo ein Zertifikat, eine Ausbildung gemacht, um Mama oder Papa oder Eltern zu werden? Oder hast du irgendwann in dir den Wunsch verspürt, dass du und dein Partner gerne Kinder hättet? Und dann habt ihr einfach Kinder bekommen. Hallo, liebe Nina. Ja, du bist Mama und hast 2 Kinder. Ja, Nina. Du bist gerade die Einzige, die ich hier im Chat sehen kann. Wie war das bei dir? Hast du irgendwo ein Zertifikat gemacht, eine Ausbildung gemacht, wie das funktioniert mit dem Kinderkriegen? Schreib mir doch gerne mal rein. Oder auch die anderen, die hier dabei sind. Jetzt schreibt es mir doch gerne mal rein. Habt ihr irgendwo eine Ausbildung oder ein Zertifikat gemacht, das euch dazu befähigt hat, Kinder zu kriegen? Also ich kenne sowas nicht. Vielleicht ist das ja mal eine Marktlücke. Vielleicht fühlst du das ja mal gerade in dir. Hey, das wäre doch eine Marktlücke. Nein. Sehr gut. Das wäre doch jetzt vielleicht mal gerade eine Marktlücke, wenn du das in dir fühlst. Wer auch immer von euch, die jetzt hier zuschauen. Ich kann doch mal einen Kurs für Paare anbieten, wie sie ja leichter ihre Kinder bekommen oder einfacher die Kinder zur Welt bringen oder wie sie
einfacher, das erste oder die ersten 3 Lebensjahre mit ihren Kindern sowohl als Paar als auch Familie verbringen oder solche Dinge irgendwie. Du, es hat uns niemand beigebracht. Ab einem gewissen Alter haben wir darüber nachgedacht. Wir Frauen, so war das bei mir ja auch irgendwann, habe mit 36 erst angefangen, darüber nachzudenken. Vorher habe ich immer gesagt, Kinder, nee, für mich nicht. Aber dann fängt irgendwann so die biologische Uhr an zu ticken. Bei den Männern ist das was anderes. Die brauchen sich da nie Gedanken drum machen. So, und dann entscheidet man sich für Kinder. Und dann bekommt man sie einfach. Fertig. Und jetzt mal noch die nächste Frage. Welche Hebamme kann dich bei der Geburt von den Kindern besser begleiten? Eine Hebamme, die ein Zertifikat hat, was er an die Wand pappen kann? Oder eine Hebamme, die selbst Kinder bekommen hat? Nina, was glaubst du? Du bist immer noch die Einzige, die ich hier im Chat sehe. Danke, dass du dich zur Verfügung stellst. Welche Hebamme kann dich besser begleiten? Was glaubst du, eine Hebamme, die nur das Zertifikat, nur die Ausbildung gemacht hat? Oder eine Frau, die selbst schon Kinder bekommen hat? Hallo, liebe Selina, wunderschönen guten Abend. Ich weiß, es dauert hier manchmal eine Weile auf Facebook. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, bis angezeigt wird, dass ich online bin, dass ich hier zu sehen bin. Und dann dauert es immer so eine Weile, bis man dann hier sich zuschalten kann. Eine, die selbst Kinder hat, schreibt die Nina. Ganz genau. Warum? Weil sie einfach das Erfahrungswissen hat, weil sie weiß, wovon sie redet, weil sie selbst die Erfahrung gemacht hat. Und deshalb ist Erfahrungswissen immer wertvoller als Theorie. Wissen allein bringt uns nicht weiter. Man sagt zwar im Volksmund so schön, Wissen ist Macht, aber Wissen bringt uns nicht weiter. Angewandtes Wissen, das bringt uns weiter, wenn man es in die, ja, in die Tat sozusagen umsetzt. Und deshalb ist Erfahrungswissen so wertvoll. Und jetzt sind wir noch mal bei dir, bei deiner Einzigartigkeit. Wir haben ja jetzt die letzten Tage uns darüber unterhalten, wie du deine Einzigartigkeit entdeckst, was dein Seelenplan ist. Und so bist du doch einzigartig. Schau mal, ich lebe voll im Ganzen zwischen meinen Seelenplan. Dabei kann ich dich unterstützen, dabei kann ich dir helfen, diese Schritte können wir gemeinsam gehen. Ich kann dich da abholen, wo du jetzt stehst und kann dich dahin bringen, wo du hin möchtest, nämlich deinen Seelenplan auch zu leben mit deiner Einzigartigkeit. Was auch immer das dann eben für dich ist, das können wir gemeinsam herauskristallisieren, wenn du da noch Unsicherheiten hast. Wobei ich aber nicht jemandem helfen kann, ist zum Beispiel Patchwork-Familien. Da gibt es mit Sicherheit viele Herausforderungen, die es zu meistern gilt innerhalb von Patchwork-Familien. Da kann ich nicht mitreden, weil ich keine Patchwork-Familie habe. Oder anderes Beispiel, was gibt es noch? Keine Ahnung. Was fällt mir gerade ein, wenn Tiere in der Familie sind, Hunde? Und das kann ja auch schon mal so zu Herausforderungen führen, wenn man mit dem Hund irgendwie nicht klarkommt oder Kinder kommen mit dem Hund nicht klar oder keine Ahnung. Solche Herausforderungen, welche Herausforderungen es auch immer gibt, da kann ich nicht mitreden, weil wir selbst keinen Hund haben. Oder was auch immer es irgendwo ist. Ich kann dir nur bei den Dingen helfen, wo ich ein gewisses Erfahrungswissen habe, wo ich mich, ja, einzigartig einfach am Markt positionieren kann. Und so ist das bei dir auch. Auch dich gibt es nur ein einziges Mal. Du hast deine eigene Lebensstory. Du hast dein eigenes Erfahrungswissen. Du hast im Laufe deiner Jahre ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht, die du als positiv einordnest, aber auch Erfahrungen, die du als negativ eher einordnest. Und du hast auf deine eigene Art und Weise
dir Wissen angeeignet zu gewissen Themen, aufgrund deiner Lebensstory, aber auch durch Ausbildungen, durch Kurse, durch Bücher, die du gelesen hast, durch YouTube-Kanäle, die dich immer anziehen, die du dir regelmäßig anschaust oder Fortbildungsveranstaltungen nebenbei, wo oder was auch immer. Das macht dich einzigartig mit deinem Wissen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Vergleich mit der Hebamme. Mit was kannst du deinem Gegenüber, der Mensch, der genau deine Hilfestellung sucht, du zeigst dich aber noch nicht da draußen, mit was kannst du dem am besten helfen? Indem du irgendwo ein Zertifikat mal gemacht hast, das an der Wand hängt, auf das du zurückgreifen kannst, oder mit deinem einzigartigen Wissen. Und das kristallisiert sich im Übrigen auch immer ganz besonders, nicht nur aus den Dingen, wo du Kurse besucht hast und dir auch nur Wissen angeeignet hast, sondern aus den Dingen, die deinen Lebensplan, die deinen bisherigen Lebensweg ausmachen, sowohl aus den Dingen, die du, ja, die dir so zugeflossen sind, was alles so ganz leicht war, was man so gerne als positiv bezeichnet, aber insbesondere, und das ist mit der Knackpunkt, aus den Dingen, die du jetzt vermeintlich als negativ bezeichnest, wo du sagst, das waren ganz schlimme, ich sag mal, Schicksalsschläge oder ganz schlimme Erfahrungen für mich, die du aber auf deine einzige Art und Weise wunderbar gemeistert hast, wo du Meister darin geworden bist. Erkenn das bitte mal an. Da gibt es nirgendwo eine Institution, die dir dafür ein Zertifikat verleihen kann. Das kannst nur du selbst, indem du dich selbst mit deiner Einzigartigkeit bitteschön anerkennst und dir bewusst machst, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die genau dein Wissen mit deiner Einzigartigkeit brauchen. Darum geht's. Es ist so einfach. Es ist im Prinzip ganz einfach. Es hängt alles wiederum nur von deiner Entscheidung ab, es zu tun, aufzuhören, Dinge zu machen, die dir Energie rauben, die dir Zeit rauben, die dich nicht erfüllen, die dich unglücklich machen, mit Dingen, mit denen du dich arrangierst. Ich habe früher am Arbeitsplatz so oft gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich verbringe hier meine Zeit und habe mich damit getröstet, okay, am Monatsende steht Summe X auf dem Konto und das war der einzige Grund, warum ich da hingegangen bin. Sonst wäre ich nicht da hingegangen. Ich habe mich morgens im Berufsverkehr im Stau immer gefragt, würde ich mir das hier antun, wenn es nicht am Monatsende Summe X auf dem Konto gäbe? Und wenn da ein klares Nein bei dir kommt, dann ist das das Indiz, dass du nicht das machst, was wirklich deinem Herzen entspricht. Denn die Dinge, die deinem Seelenplan entsprechen, die dich einzigartig machen, die deinem Herzen entsprechen, dieses Wissen gibst du weiter, bislang nur auf eine Art und Weise, was so nebenbei geschieht, wo andere Menschen dich um Rat fragen, wo du mit deinen Freundinnen, mit deinem Umfeld hockst, was so eure Themen sind, wo du dein Wissen weitergibst, ohne einen Energieausgleich dafür zu bekommen. Das heißt, jetzt bitte versteh mich nicht falsch, du sollst jetzt nicht von deinem Freundeskreis einen Energieausgleich verlangen für dein Wissen, das du weitergibst. Auf keinen Fall, weil letzten Endes, wenn du dich dazu entscheidest, deinen Seelenplan wahrhaftig zu leben und dir dein Herzensleben zu kreieren, dann ist dein engstes Umfeld sicherlich nicht dein Kundenkreis. Die darfst du weiterhin auch kostenfrei beraten oder coachen, wie auch immer. Aber mach dir das doch bitte mal bewusst. Über welche Themen unterhältst du dich in deinem Umfeld immer und immer wieder?
Und wenn ich jetzt zu dir sage, du bist in dem Bereich ein Coach, ein Mentor, mir fallen gerade keine anderen Begriffe dazu ein, dann ist das doch so. Du coachst dein Gegenüber. Du bist der Mentor für dein Gegenüber. Du darfst das mal bitte anerkennen. Erkenn das bitte mal an. Und das ist vor allem auch ein Feld, es gibt nirgendwo auch Vorschriften, dass du dich auch nicht Coach oder Mentor oder was nennen darfst. Natürlich darfst du dich nicht Heilpraktikerin nennen oder, keine Ahnung, Arzt oder Apotheker. Da gibt es ja Vorschriften. Aber in diesem Bereich hier, wo es darum geht, anderen Menschen wirklich zu helfen, was du ja bislang schon machst auf deine Art und Weise. Da steht nirgendwo geschrieben und das würde ich auch nicht weiterbringen, da irgendwelche Zertifikate zu machen. Weil du nur mit deinem einzigartigen Erfahrungswissen das weitergeben kannst. Okay, macht das Sinn? Learning by doing, Selina, ganz genau. Und das heißt auch nicht, dass du dich währenddessen auch selbst weiterbildest, dass du irgendwo siehst, da ist noch ein interessantes Seminar, da ist eine Fortbildung oder was, was dich interessiert, die du dann ja auch noch besuchen kannst. Das wäre ja schon mal, ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Richtung unterwegs, das wäre ja fatal, wenn ich mich die letzten 14 Jahre nicht weitergebildet hätte, wenn ich jetzt noch da stünde mit meinem Wissen von vor 14 Jahren. Das wäre ja wirklich fatal. Das ganze Leben ist ja ein Fortbilden, ein Wachsen. Ein Weiterkommen, immer den nächsten Quantensprung zu machen. Ja, was aber durchaus Sinn macht, damit du nicht so rumdümpelst. Ich habe ja einige Jahre rumgedümpelt und habe es mir total schwer gemacht, ist, dass du dir auch wirklich da Hilfe holst und dass du gerne auch den kürzeren Weg gehen kannst, dass du in Zeitrahmen von, ja, ich sag mal 4 bis 6 Monaten durchaus deinen Seelenplan, deinen Seelenberuf, dein Herzensbusiness so am Start haben kannst und das auch nebenbei, dass du damit schon anfängst, erstes Geld zu verdienen und zwar gutes Geld zu verdienen. Das ist kein Hexenwerk, wenn du die Schritte anhand hast, wenn dich jemand begleitet. Ansonsten, du kannst natürlich auch die Entscheidung treffen, okay, ich schau mal die nächsten 10 Jahre, wie ich da ja, die Schritte gehen, aber du kannst es dir auch durchaus einfach machen. Ja? Okay. Selina, ich habe noch keine Idee. Liebe Selina, schau dir, ich nehme an, du gehst mal davon aus, du hast noch keine Idee, was deinem Seelenplan entspricht. Bitte schau dir mal die anderen Challenges an. Und es gibt auch hier, das poste ich euch später gerne hier auch noch rein. Für diejenigen, die keine Idee haben, ich habe vor nicht allzu langer Zeit hier mal ein Webinar gemacht. Das ging so knappe Stunde, wo ich genau so eine Anleitung weitergegeben habe, wie du deinem Seelenplan näher kommen kannst. Selina, bitte schau dir das an. Ich poste es nachher hier rein und dann geh dann mal drauf. Leg dir bitte was zum Schreiben bereit. Also das ist wirklich primär wichtig, dass du da dir was zum Schreiben bereitlegst und gleich auch die Schritte mitmachst und dir gleich dann Notizen machst. Ja? Okay. Ich poste euch auch nachher gerne, ja, noch einen anderen Link rein, sage ich auch gleich noch was dazu. Oder ich glaube, ich habe auch nächste Woche, also diese Woche ist auf keinen Fall mehr was frei, aber nächste Woche gibt es noch so ganz, ganz wenige Termine, dann bin ich ja eh auf Bali. Wenn du ganz rasch da Hilfe haben möchtest, Selina, dann kannst du auch gerne mal schauen, ob nächste Woche noch ein Termin passt zu dir und zu mir in ein Seelengespräch, in eine Durchbruchssession kommen. Nehme ich mir auch gerne Zeit für dich. Okay. Selina, ich habe meinen Job los. Meinen Job losgelassen. Ja, wunderbar. Dann geht es ja jetzt darum, durchzustarten und deine Einzigartigkeit zu entdecken und zu leben. Habe mit Kunden gesprochen, Ernährung und Fitness und Ähnliches. Sehr gut, Selina, dann ist das so dein Thema. Hatte die Erfahrung gemacht, dass die Menschen es nicht hören wollten. Ich berate so gerne. Okay.
Gut, dann gehen wir doch da mal drauf ein, liebe Selina. Es ist das Thema, was dich interessiert, was absolut dein Ding ist. Und ich gehe jetzt mal von aus, du bist auch ein Stück weit aufgrund deiner eigenen Lebensgeschichte auf diesen Weg gekommen. Vielleicht hattest du Krankheitssymptome oder was auch immer, hast selbst da das ein oder andere geheilt. Oder es war einfach so plötzlich da und das Thema hat dich brennend interessiert. Oder vielleicht war im Umfeld, in der Familie jemand krank und du bist so auf diesen Weg gekommen. Irgendwie gibt es ja eine Geschichte dazu, liebe Selina. Und dann sind wir so dazu geneigt, und da nehme ich mich nicht aus, das war bei mir auch so, ganz, ganz stark, als ich mich so auf den Weg in den Bereich Mentaltraining begeben hatte und mir da ganz viel Wissen angeeignet hatte und damals eben auch eine Ausbildung noch gemacht hatte zum Mental- und Bewusstseinstrainer. Dann bekommt man so viel einzigartiges Wissen. Bei mir war es auch das Thema Ernährung insbesondere. Und dann habe ich natürlich auch im Umfeld geguckt, angefangen in der Familie und dann im Umfeld habe ich versucht, jeden zu missionieren. Hey, Leute, hört auf, tote Tiere zu essen. Hört auf, das zu essen. Und. Ich wollte, war ja so begeistert von dem Wissen, was ich mir angeeignet hatte. Und wenn ich gemerkt habe, das tut mir so gut, wollte ich ja mein ganzes Umfeld da reformieren. Aber das funktioniert nicht. Zum einen gilt der Prophet im eigenen Land, der gilt sowieso nichts, ist nun mal ein Stück weit so. Und das Zweite ist, man versucht dann einfach zu missionieren und den anderen etwas überzustülpen, die es gar nicht wissen wollen. Und das funktioniert einfach definitiv nicht. Deshalb würde ich dir empfehlen, in deinem Umfeld steh gerne Rede und Antwort, wenn die dich fragen zu deinen Themen. Dann gib alles, teile alles, schenke alles an Wissen, was du hast. Aber nur dann. Ich mache das inzwischen auch so. Ich bin da auch viel gegen Wände gestoßen und konnte es nicht verstehen. Es macht wirklich keinen Sinn. Wenn ich heute in meinem Umfeld gefragt werde, das hat sich natürlich ganz, ganz arg verändert, aber als ich noch mein altes Umfeld hatte, wenn ich da gefragt wurde, habe ich es gerne geteilt. Ansonsten, ja, habe ich nichts von mir gegeben in der Richtung. Selbst wenn ich manchmal gedacht habe, oh Leute, über was unterhaltet ihr euch denn hier? Ich halte das gerade im Kopf nicht aus. Dann habe ich halt einfach irgendwie mal versucht, andere Themen da anzuschneiden oder habe ich halt einfach ferngehalten letzten Endes. Das Umfeld wandelt sich in der Richtung auch und es macht sowieso Sinn. Das gilt für jeden von euch. Du bist immer der Durchschnitt in etwa von den 5 Menschen, ausgenommen natürlich dein Mann und deine Kinder, der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn du jetzt aufhören möchtest, in diesem Mainstream mitzuschwimmen und viele Dinge zu tun in deinem Leben, die dir Energie rauben, wo deine Seele dir vielleicht auch schon Krankheitssymptome schickt, weil sie dich wachrütteln will. Hey, lausch doch endlich mal auf dein Herz, entdecke doch endlich mal deinen Seelenplan, hab doch endlich mal den Mut zu gehen, deine Komfortzone zu erweitern und darüber hinaus zu gehen und in dein glückliches, erfülltes Leben durchzustarten und, auf welche Art und Weise. Dann kommst du nicht umhin, auch dein Umfeld zu ändern und dich mehr und mehr mit den Menschen zu begeben, die genauso ticken wie du, die eine Bereicherung für dich sind, mit denen du dich austauschen kannst und ganz, ganz wichtig, von denen du lernen kannst, nämlich Menschen, die schon dort sind, wo du gerne hin möchtest. Such die Nähe und die Kommunikation, den Kontakt zu den Menschen. Und das heißt jetzt bitte nicht, dass du jetzt von heute auf morgen zu deinem Umfeld sagen sollst, hey, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist so ein Entwicklungsprozess. Du hast da immer mehr das Gefühl, ey, da passe ich irgendwie nicht mehr hin und
fühlst immer öfter in dir, dass du das gerne ändern möchtest und das verändert sich dann auf sanfte Art und Weise so im Laufe der Zeit. Aber wenn du bewusst dich darauf ausrichtest, immer mehr den Kontakt zu den Menschen zu suchen, die so ticken wie du, mit denen du dich austauschen kannst und ganz, ganz wichtig, auch die Kommunikation und den direkten Kontakt zu Menschen suchst, die dort stehen, wo du hin möchtest, dann bringt dich das weiter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Okay. Ist das jetzt so ein bisschen klarer geworden, Selina? Ich wollte immer meinen Körper fit halten. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So begegnete mir viel. Ja, ich habe gelernt, nicht zu missionieren. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also, haben wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, warum du gerade ohne Abschluss und Zertifikat mit deinem Seelenplan Geld verdienen kannst. Natürlich, das hatten wir gestern auch nochmal angesprochen, geht es darum, dir auch zu erlauben, in der Richtung Geld in dein Leben auch zu ziehen. Denn schau mal, wenn du auf eine Art und Weise, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, da drauf einzugehen, aber es gibt gewisse Schritte, die es ganz, ganz einfach machen, dass man ausgebucht ist, dass die Kunden auf eine automatische Art und Weise den Weg zu einem finden, dass man also keinen Kunden hinterher rennt oder Monat für Monat auf ein neues schauen muss, wo kommen die nächsten Kunden her? Und darum geht es ja auch bei, dass du wirklich regelmäßig und ein sicheres Einkommen dir generierst mit deinem Seelenplan. Und wenn du auf die Art und Weise arbeitest, dir diese Schritte aneignest und die Kunden zu dir kommen und dein Wissen haben wollen, deine Einzigartigkeit, die Lösung von dir bekommen für ihr Problem. Beispiel, es findet jemand den Weg zu dir, weil du dich zeigst und du verlangst oder sagst, okay, 25 Euro Energieausgleich für die Stunde oder 50 Euro. Das ist ja wirklich nichts, 25 oder 50 Euro eine Stunde. Dann nimmt derjenige das auf, macht anschließend was draus oder auch nicht, weil selbst jemand, der überhaupt kein Einkommen generiert und hier in Deutschland von unserem wunderbaren sozialen Netz aufgefangen wird, was ja auch sehr gut ist, kann sich irgendwie 50 Euro besorgen, um so eine Session von 50 Euro zu buchen. Wenn dir jemand gegenüber hockt und mal ein ganz anderes Beispiel. Und du sagst, okay, 500 Euro ist mein Wissen wert. Und das ist es definitiv wert, weil du löst ein für denjenigen unlösbares Problem. Du kannst es lösen, du kannst ihn dabei begleiten, du kannst ihm mit deiner Einzigartigkeit aufgrund deines Erfahrungswissens ihm das weitergeben. Glaubst du, dass er für 500 Euro dir alles vom Mund absaugt und alles von dir wissen will und anschließend es auch umsetzt, weil er einen entsprechenden Gegenwert dafür auch geleistet hat, weil es ihm das auch wert war, das Wissen von dir zu bekommen. Und so teilt sich auch im Übrigen der Markt auf. Da gibt es natürlich welche, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, Selina, wenn ich das darf. Da gibt es schau mal, beispielsweise, du stehst hier und hast dein Angebot, eine Coachingstunde 500 Euro oder eine Beratung pauschal, keine Ahnung, 500 Euro. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und da gibt es natürlich welche, die stehen hier und sagen, oh, Selina hier, 500 Euro, nee, das geht nicht und das kann ich mir nicht erlauben. Die gehen zu sonst jemandem. Ist vollkommen okay. Dann gibt es welche, die passen dazu, die kommen zu dir. Da gibt es aber auch welche, die stehen hier und die sehen die Selina mit ihrem Angebot und sagen, oh, da gibt es ja noch den Peter.
Der verlangt 5.000 Euro für sein Angebot. Dann gehe ich doch zum Peter oder verlange 2.000 Euro oder 1.000 Euro. Ist ja egal, ist ja jetzt nur mal ein Zahlenspiel. Ich möchte es dir nur mal bewusst machen. Dann gehe ich doch zum Peter, der verlangt 1.000 Euro. Der kann mir mit Sicherheit viel, viel mehr Wissen weitergeben als die Selina für 500 Euro. Geschweige denn als jemand für 25 Euro. Macht das Sinn? Wir haben doch hier auch so die Prägung, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Wir kommen doch auch selbst eher in die Pötte, etwas umzusetzen, wenn wir uns selbst dazu committed haben und einen entsprechenden Energieausgleich dafür geleistet haben. Dann schätzen wir das doch viel, viel mehr. Genauso wie wenn du dir einen Mantel kaufst für 500, für 25 Euro oder einen Mantel für 250 Euro. Der Mantel für 250 Euro, das ist ein absolutes Schmuckstück im Kleiderschrank. Da darf bitte kein Fleck dran kommen. Wenn bei dem Mantel für 25 Euro ein Fleck dran kommt, okay, ist ärgerlich, aber ist halt passiert, macht nichts. Hat ja nur 25 Euro gekostet. Kommt das rüber? Macht das Sinn, wie ich das jetzt meine? Und so gibt es da draußen quasi auch für dich, für jeden einzelnen von euch, Kunden, wie es Blätter da draußen an den Bäumen gibt. Und auch das gehört dazu. Nicht jedem gefällt deine Nase, Selina. Nicht jedem gefällt meine Nase. Und das ist auch gut so, dass ja nicht jeder zu mir kommen will und nicht jeder will zu dir kommen. So teilt sich das ja auf. Es gibt auch da draußen für niemanden von euch, egal was seine Einzigartigkeit ausmacht, es gibt für niemanden von euch da draußen Konkurrenz. Für niemanden. Auch wenn du jetzt glaubst, da gibt es so viele Angebote und YouTube-Kanäle und Wissen und keine Ahnung was zu deinem Thema. Es gibt keine Konkurrenz für dich, weil du mit deinem Wissen bist einzigartig. Du zeigst dich nur bislang nicht da draußen am Markt. Weil du dich noch nicht traust, weil du noch zu wenig an dich selbst glaubst, weil dein Selbstbewusstsein noch zu gering ist, dein Selbstwert noch auf einem anderen Level. Und, oder vielleicht, weil deine Seele immer noch nicht genug gefroren hat, so habe ich das von mir, bei mir früher wahrgenommen und bin deshalb nicht früher in eine andere Richtung wirklich durchgestartet. Meine Seele hatte noch nicht genug gefroren. Erst als sie genug gefroren hatte, als es mir wirklich hier stand und ich so die Schnauze voll hatte von diesem Leben, habe ich gesagt, ich ändere jetzt was. Jetzt geht es in eine andere Richtung. So nimmer. Das kann es nicht sein. Ich höre jetzt endlich auf, wertvolle Lebenszeit an mir vorbeiziehen zu lassen. Dazu ist das Leben viel zu schade und wir haben in diesem jetzigen Körper nun mal nur dieses eine Leben. Unsere Seele mag sicherlich viele Vorleben und auch noch viele spätere Leben haben, in welcher Form auch immer. Aber das Leben ist das größte Geschenk, was wir bekommen haben. Und in unserem jetzigen Körper hat die Seele nun mal nur dieses eine Leben. Selina, ja, danke, ich verstehe dich genau, wunderbar. Ja, ich glaube das, ja, ich verstehe. Du meinst Resonanz, genau, ganz genau. Ganz genau so ist es. Also, das war der Wachrüttler jetzt hier. Endlich etwas zu verändern in deinem Leben. Und das war der Wachrüttler dafür, dass du kein Zertifikat und keinen Abschluss brauchst, um deinen Seelenplan ans Tageslicht zu bringen, um deinen Rohdiamanten zu schleifen und zum Leuchten zu bringen. Okay? Und wenn du jetzt sagst, du hast es absolut leid, dich weiter, ich sag's mal, künstlich klein zu halten und stattdessen jetzt endlich in deine wahre Größe kommen möchtest, endlich durchstarten möchtest auf das wunderbare Leben, das auf dich wartet. Oder wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, du bist irgendwo so ein bisschen noch im Niemandsland unterwegs und genau deinen Weg jetzt finden möchtest, auch genau wissen willst, welche Schritte dazu jetzt du nacheinander gehen kannst oder auch so das Gefühl hast, es ist so keine Vorwärtsbewegung da. Du trittst wirklich so auf der Stelle und willst jetzt wirklich die nächsten Schritte gehen.
Ich poste dir gleich den Link hier rein. Schau nächste Woche. Es gibt noch ganz, ganz wenige Termine. Ich glaube, nur noch zwei oder so sind frei. Ich weiß es jetzt nicht genau, bevor ich dann auf Bali bin mit wunderbaren Menschen und dort beim Lebensfreude-Retreat hier wunderbare Zeit gemeinsam miteinander verbringen. Dann hol dir einen kostenfreien Termin bei mir und ich nehme mir die Zeit für dich und wir gehen da ganz genau durch, wo es noch bei dir hapert, was deine Einzigartigkeit ist. Okay? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Geh jetzt bitte mal auch wiederum mit dem Gedanken zu Bett. Lass das nochmal Revue passieren, über was wir jetzt gesprochen haben, dass du wirklich keinen Abschluss, kein Zertifikat dafür brauchst, dass nirgendwo jemand steht, der dir sagt, das musst du haben, dass das alles nur hier eine Kopfsache ist. Und morgen werden wir dann auch noch mit dem Thema aufräumen, dass du absolut keine Angst vor Behördenkram haben musst, weil das sind auch alles nur Dinge, Hirngespinste, die sich im Kopf abspielen. Okay? Also, Link kommt gleich. Selina, ja, ich habe nie eine Prüfung gemacht, außer den Führerschein. Ich will meinen Weg gehen. Selina, geh deinen Weg. Wunderbar, wunderbare Entscheidung. Alles Liebe, ihr Lieben. Bis morgen Abend. Habt einen wunderbaren Abend und morgen einen wunderbaren Start in den Tag. Bis dann. Tschüss.